eine kleine Übung zum Ohmschen Gesetz. Wir haben wieder einen kleinen Ausschnitt einer Schaltung. Wie gesagt, die Schaltung geht hier eigentlich weiter. Das muss uns jetzt aber nicht interessieren. Wir gucken uns nur einen Ausschnitt an. Und wir suchen hier gewisse Größen. Und zwar suchen wir einmal den Strom IR1. Das ist dieser hier, der durch den Widerstand R1 fließt. Wir suchen die Spannung UR2. Das ist die Spannung, die über den Widerstand R2 abfällt. Und wir suchen den Widerstandswert von R3. Das ist der untere. So, wir benutzen hier jetzt das Ohmsche Gesetz und schon ein paar Sachen, die wir bei der Maschen- und Knotenregel vielleicht schon mal kennengelernt haben. Das heißt, das wird vielleicht nicht ausschließlich mit dem Ohmschen Gesetz gehen, aber weitestgehend. Das erste, was wir uns jetzt angucken, ist den Strom IR1. Denn, naja, es ist ja schon verraten, es geht irgendwie ums Ohmsche Gesetz. Und was wir hier oben sehen, ist, wir haben 2 Ohm Widerstandswert gegeben. Und wir haben 6 Volt für die Spannung an den Widerstand R1 gegeben. Nochmal zur Erinnerung, ne, das Ohmsche Gesetz sagte jetzt, der Widerstandswert an einem Widerstand lässt sich ausrechnen aus der Spannung an diesem Widerstand geteilt durch den Strom durch diesen Widerstand oder auch die Spannung an einem Widerstand ist gleich der Widerstandswert mal dem Strom durch diesen Widerstand. Das zur Erinnerung. Jetzt fehlt uns aber genau noch in den Gleichungen die dritte Variante, nämlich die, mit der ich jetzt explizit einen Strom ausrechnen kann. Die hatten wir auch noch angegeben, und zwar der Strom durch einen Widerstand lässt sich ausrechnen, indem ich die Spannung an dem Widerstand nehme, so mein Gott, und durch den Widerstandswert teile. Ja, und das können wir hier jetzt auch machen. Jetzt haben wir es hier nicht mit einem allgemeinen IR zu tun, sondern mit einem speziellen IR1. Also lässt sich der Strom durch den Widerstand R1 ausrechnen, indem ich die Spannung an dem Widerstand R1 nehme und durch den Widerstandswert von R1 teile. Beide sind netterweise gegeben. Damit bin ich eigentlich auch schon sehr schnell fertig, denn das sind jetzt 6 Volt geteilt durch 2 Ohm. Und 6 Volt geteilt durch 2 Ohm sind 3 Ampere. So, jetzt nochmal als kleiner Reminder, weil das mit den Einheiten so gerne so oft schief geht. Warum ist jetzt Volt geteilt durch Ohm eigentlich Ampere? Nochmal zur Erinnerung, was Ohm eigentlich war. Ohm ist nichts anderes als Volt durch Ampere. Damit steht an dieser Stelle hier Volt geteilt durch Ohm. Volt geteilt durch Ohm ist aber dann nichts anderes als Volt durch Ampere. Jetzt sieht man hier vielleicht einen Doppelbruch. Also ich teile durch einen Bruch. Das kann ich insofern anders hinschreiben oder vereinfachen, indem ich das, wodurch im Nenner geteilt wird, nochmal nach oben schreibe. Das heißt, hier steht Volt mal Ampere durch Volt. Und ich kann die Volt dann kürzen. Das heißt, was übrig bleibt, sind Ampere. Deswegen ist Volt geteilt durch Ohm Ampere. Das war es auch schon. Mehr muss ich für den Strom IR1 nicht tun. Folgt jetzt die Spannung am Widerstand R2. Und dazu muss man sich jetzt, wenn es um das Ohmsche Gesetz gehen soll, ja auch wieder überlegen, wie viel Strom fließt denn jetzt durch den Widerstand R2 durch. Ich zeichne den hier mal ein. Das hier wäre der Strom IR2. Und jetzt können wir entweder ganz formal hingehen und sagen, wir haben hier einen Knoten, stellen für diesen Knoten die Knotengleichung auf. Oder wir gucken jetzt vielleicht schon scharf drauf und stellen fest, naja, der Strom, der hier oben in den Knoten reinfließt, in diesen hier, ist wohl gleich dem Strom, der unten rausfließt. Das heißt, IR1 wird wohl IR2 sein. Das mache ich mal kurz hier in Grau als Anmerkung hin. Also der Strom IR1 wird gleich dem Strom IR2 sein. Und beide haben wir ja gerade schon ausgerechnet. Oh, Entschuldigung, IR2. So, beide haben wir ja schon ausgerechnet. Damit sind sie 3 Ampere. So, wenn das jetzt so ist, können wir hier entsprechend die Spannung an dem Widerstand R2 ausrechnen, indem wir eben genau diese Formel dafür benutzen. Also ist UR2 nichts anderes als R2 mal IR2. Ist also nichts anderes als 4 Ohm mal
3 Ampere. Und das sind 12 Volt. Und der Systematik halber auch hier nochmal, warum ist jetzt Ohm mal Ampere gleich Volt? Auch das können wir uns hier unten nochmal irgendwie separat überlegen. Nämlich, hier steht Ohm mal Ampere. Wir haben hier schon gesagt, Ohm ist nichts anderes als Volt geteilt durch Ampere. Also steht hier Volt durch Ampere mal Ampere. Damit kann ich Ampere kürzen. Und was übrig bleibt, sind Volt. Deswegen sind Ohm mal Ampere Volt. Damit habe ich die Spannung an dem zweiten Widerstand. Und jetzt langsam könnten wir sie mal eintragen eigentlich. Also hier fließen 3 Ampere. Und hier liegt eine Spannung von 12 Volt. Und zu guter Letzt fragen wir uns hier unten, wie groß ist denn der Widerstand R3, wenn an diesem Widerstand jetzt 3 Volt abfallen? Dazu auch hier die Überlegung, der Strom durch den Widerstand R2 fließt natürlich auch hier unten, auch das ist IR2. Der Strom in den Widerstand R3 rein, IR3, das wird ein bisschen eng, mache ich auch gleich wieder weg, ist dann offensichtlich auch gleich IR2 und damit gleich IR1 und damit gleich 3 Ampere. Also zur Anmerkung, IR3 sind auch gleich 3 Ampere und damit bekannt. Also können wir R3 ausrechnen, indem wir hingehen und die entsprechende Formel für den Widerstand benutzen. Also hingehen und sagen, das ist die Spannung an dem Widerstand R3, also UR3, geteilt durch den Strom, der durch R3 fließt, IR3. UR3 ist gegeben mit 3 Volt. Wir teilen durch den Strom 3 Ampere. 3 durch 3 sind hoffentlich ungefähr 1. Also haben wir hier 1 Ohm. Und auch jetzt können wir uns wieder fragen, warum ist Volt geteilt durch Ampere denn gleich Ohm? Naja, weil es so definiert ist, das schreibe ich jetzt nicht nochmal hin. Also haben wir hier 1 Ohm für R3. Und damit sieht man jetzt, dass man auf nur 3 Widerständen eigentlich alle erdenklichen Varianten des Ohmschen Gesetzes einmal anwenden konnte. Ja, so funktioniert das Ohmsche Gesetz. Viel mehr ist es eigentlich auch nicht mehr.